Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich komme gerade aus meiner Wohnung unten. Ich habe jetzt schon mal diese nackte Roomtour gedreht. Und im Tageslicht ist mir aufgefallen, dass die graue Wand noch so ein bisschen, so ein paar Punkte hat, die also nicht so gleichmäßig sind. Jetzt habe ich sie gerade nochmal gestrichen. Ein drittes Mal. Aber macht nichts, das ging eigentlich ganz schnell jetzt. Ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder so. War okay. Und ich denke, jetzt sieht sie gut aus. Was ist denn hier los? Ja. Sonst werde ich heute nicht mehr viel in der Wohnung machen. Weil ich will warten mit meinem Zeug, dass ich das runtertrage, bis der Vormieter seine Sachen rausgeholt hat. Und er meinte, er macht das am Dienstag. Sprich, Montag werde ich dann schon mal ein bisschen machen und dann, sobald alles raus ist von ihm, den Rest. Und ja, heute muss ich sowieso arbeiten. Das heißt, ich habe jetzt auch nicht so Lust, über übel viel zu machen, weil ich dann sterbe auf der Arbeit, weil ich kaputt bin. Und morgen muss ich auch arbeiten. Ja, aber ganz gut, dass ich jetzt nochmal die Wand gestrichen habe. Also ich denke, jetzt ist sie so, wie ich es mir vorgestellt habe. Jo, gestern habe ich mir noch Balkonmöbel bestellt. Boah, da freue ich mich richtig drauf. Ich freue mich generell einfach drauf, einen Balkon zu haben. Das ist so cool. Ja, und mir ist gerade aufgefallen, dass Laura und ich vergessen haben, die Abstellkammertür zu streichen, also den Rahmen. Aber egal. Mal sehen, vielleicht mache ich das nochmal irgendwann, aber ich habe jetzt keine weiße Farbe mehr, von daher. Vielleicht lasse ich es auch einfach so. Ich glaube nicht, dass mich das so stört. Und jetzt werde ich mich, glaube ich, erstmal aufs Sofa chillen. Ich bin nämlich irgendwie ein bisschen kaputt. Und mal sehen, was ich dann noch mache. Hallo, mein kleiner Mann. Hallo. Oh, mein Bauch knurrt. Ich könnte vielleicht auch schon mal diese Tür von den ganzen Sachen befreien. Was ein bisschen blöd ist, weil eigentlich möchte ich das gern wieder machen. Also ich hätte gern so eine ganze Tür voll. Ah, die werden bestimmt kaputt gehen. Naja, ein bisschen Schwund ist immer. So, vorerst fertig. Den Rest muss ich mit Terpentin abmachen. Diese scheiß Telepedia-Sticker gehen nicht weg. Und der Dagi-Sticker auch nicht. Und das ist ein Schild. Das mache ich noch weg. Oh mein Gott, ich glaube, das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe. Und das könnte übrigens auch ich sein. Ich habe gerade zwei Folgen Grace geguckt und ich will so dringend weiter gucken. So dringend, so unbedingt. Ich will nichts anderes machen jetzt. Aber ich kann nicht, es gibt keine Folgen mehr auf Deutsch und Grace will ich nicht auf Englisch gucken. Da verstehe ich nichts. Also keine so Fachbegriffe. Ich habe ein bisschen Tränchen verdrückt. Bei Grace muss ich immer heulen und Chester, kann sonst was passieren, da heul ich. Übrigens kam heute mein Video online mit einer Perücke. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch an. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht und mache mich jetzt auf den Weg zur Arbeit. Und irgendwo hier ist ein Feuerwerk. Vielleicht im Park, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall knallt es hier die ganze Zeit. Wuhu. So. Und jetzt geht es auf die Arbeit. Yeah. Bringe ich nicht immer tolle Dinge von der Arbeit mit? Es hat sogar hier Herzchen. Oh, ich glaube, die Katzen gehen gerade ein bisschen drauf ab. Let's go and find out. Ach du Scheiße. Das war's mit den Seifenblasen.
es hier gibt. Oh, scheiße. Das kann ich eigentlich. Das Scheißding bleibt halt auch nicht stehen. Rotz. Ach Mann. Oh, ich bin zu dumm für alles. Hey, guckt mal da. Da. Blindfische. Blindfische. Toll, so bist du voll ausgekippt. Manu. Okay, ich glaube, sie checken es nicht. Dann halt. Oh, das ist schon wieder umgekippt. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Oh. Falls man es vermutet, nein, ich habe nichts getrunken. Ich war arbeiten. Ich bin einfach nur behindert wie immer. Ich gehe jetzt schlafen. End of story. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Bis morgen.